Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Helpline-Pressekonferenz hier im Europa-Park. Je suis Lucie, la bienvenue au journaliste français, und ich begrüße natürlich die Freundinnen und Freunde aus der Schweiz, die bei uns heute sind. Die beste Vorbereitung auf die Pressekonferenz heute war mein Arbeitsweg heute Morgen hierher zum Europa-Park. Die Sonne stand noch ganz tief und hat in die vom Nebel durchzogenen Felder geschienen. Die Bäume, die Blätter an den Bäumen rechts und links an der Zufahrtsstraße zum Park waren schon so leicht orange verfärbt in der Nebel. Der Zug zog aus dem Taubergießen direkt hier rüber zum Europapark. Der Herbst ist eindeutig jetzt vor der Tür. Wir im Europapark freuen uns immer sehr auf die Jahreszeit, weil es ist die Zeit, in der unsere Dekorateure und Gärtner zigtausende Kürbisse, Strohballen, Maisstauden, Skelette und jede Menge Licht in diesen Park bringen, um diese ganz besondere und einmalige Atmosphäre zu kreieren. Die Zeit im Jahr, in der manche unserer Attraktionen plötzlich rückwärts fahren, in der sich unsere Gastronomen so leckere Dinge wie gebackene Hexenfinger und Kürbisdeckel überlegen und die dann auch auf die Speisekarten packen. Unsere Künstler kommen mit jeder Menge Schabernack um die Ecke, die nicht nur unsere Gäste erschrecken, sondern gleichzeitig auch für immer wieder viele Lacher sorgen. Und auf dem Horrorheitsgelände wurden in den letzten Tagen viele große Holzkisten angesammelt. Und wenn man genau hinhört, dann kommen da ganz eigenartige Geräusche raus. Sind die vielen Zusatzangebote, die Halloween im Europapark so einzigartig und besonders machen. Ich habe eben von Dekorationen gesprochen, es geht aber weiter über das Showprogramm. Es gibt zum Beispiel ein Halloween-Dorf vor dem Historama, bei dem sich schon die Kleinen in lustige Geister und Hexen verwandeln können, wilde Frisuren und tolles Make-up. Anschließend gehen sie vielleicht in die Halloween-Show, die Euromaus und das Gespensterkind, um dort schon erste Gruselerfahrungen zu sammeln. Wer ein bisschen mutiger ist, der kann dann zu Lost Souls gehen, ein Horrorhaus, das wir aus dem Horror Nights Programm in abgeschwächter Version auch im Tagesbetrieb zeigen, so dass wir auch hier für das Tagespublikum vielleicht schon einen kleinen Teaser für die Abendveranstaltung selbst geben können. Und da natürlich Halloween nicht nur im Park stattfindet, sondern auch in den Hotels, können sich all diejenigen, die dann auch abends noch nicht genug bekommen haben, die speziell dekorierten Halloween-Zimmer buchen. Der Herbst, insbesondere Oktober, sind aber auch der Monat, in dem wir wahnsinnig viele Events haben. Sie haben alle in Ihren Presseunterlagen umfangreiche Informationen dazu. Ich möchte deswegen nicht allzu viel aufgreifen. Zwei, drei seien mir aber erlaubt. Zum einen unsere neu aufgelegte Abendveranstaltung Dinner in Movie. Viele verschiedene Termine mit vielen tollen Blockbustern, ein ganz tolles Programm für den Abend. Drei Gänge-Menü und Showprogramm jeweils thematisiert zu den entsprechenden Filmen im Bistro La Cigale und dann anschließend im Magic Cinema 4D. Wir haben dieses Jahr beispielsweise noch auf dem Programm der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, oder auch Hollywood-Blockbuster wie Gravity oder The Wolf of Wall Street. Traditionell im Oktober, und zwar in diesem Jahr vom 16. bis zum 18. Oktober, die Science Days, seit vielen Jahren ein erfolgreiches Programm zusammen mit dem Förderverein Science und Technologie, hier im Europapark umgesetzt. Wissenschaft zum Anfassen führt, so hoffen wir, die Ingenieure von morgen. Und dann geht es eigentlich auch schon in den Endspurt. Nicht nur Endspurt der Halloween-Zeit, sondern auch Endspurt der Sommersaison 2014 im Europapark. Vom 25. Oktober bis zum 2. November feiern wir das Halloween Festival, die Halloween Festival Woche, bei der wir dann noch mal mehr Zusatzangebote in den Europapark holen. Abendparade der Nachtgespenster, die sich durch den düsteren und gruseligen Europapark in der Dämmerung zieht, der mittelalterliche Gruselmarkt und aber natürlich auch allabendliches Highlight mit Halloween Circus von und mit DJ Bobo. Wir haben genau für diesen Zeitraum ein spezielles Abendticket wieder im Angebot ab 17 Uhr, gerade auch den Menschen hier in der Region die Möglichkeit zu geben, diese spezielle Abendstimmung hier im Europapark erleben zu können. Es gibt viel Neues zu erzählen dieses Jahr und ich freue mich, dass wir jetzt gleich die Experten hier vorne sitzen haben werden, die Sie durch die eigenen Themen im Detail führen werden. Ich darf gleich nach vorne bitten, Michael und Thomas Mack von der Geschäftsführung des Europaparks und natürlich, wir freuen uns, dass er heute Zeit gefunden hat, unseren Freund aus der Schweiz, DJ Bobo. Nachdem wir jetzt gleich einen kurzen Trailer sehen werden zu unserem neuen und ersten Europapark-Musical Spooky, wird dann der Produzent dieses Musicals, nämlich Thomas Mack, einige Worte zur Entstehungsgeschichte dieses Programms an Sie richten. Ich sage erstmal viel Spaß und Film ab.